Wie müssen Städte gestaltet sein, in denen Menschen bei geringem Ressourcenverbrauch ein gutes Leben führen können? Was hat Klimawandel mit Rechtspopulismus zu tun? Wie wirtschaften gemeinwohlorientierte Unternehmen? Solchen Fragen widmen wir uns in einem interdisziplinären Team am Norbert-Elias-Center. Nach Elias lassen sich weder Vergangenheit und Gegenwart noch Individuum und Gesellschaft getrennt voneinander untersuchen. Dem folgen wir, wenn wir in Forschung und Lehre Ursachen und Wirkungen von Klimawandel und anderen sozial-ökologischen Krisen untersuchen. Wir analysieren Macht- und Herrschaftsverhältnisse, Produktionsweisen und Konsummuster, um herauszufinden, was verhindert die Transformation nicht nachhaltiger Gesellschaften und was fördert Zukunftsfähigkeit.